Pro 3 Punkte, die wir holen, gibt es noch einen zusätzlichen Tag frei. Okay, haut rein. Auf geht's. Fudala, das ist ihre Distanz. 1:0. Wir haben Reaktion gezeigt, dass wir auf dem Abstiegsplatz waren, dass wir da ganz schnell wieder raus wollen. Kann ich? Boah! Oh, perfekt, super. Viele sagen ich immer so, oh, du arbeitest am Klärwerk, klingt doch voll, aber denke ich, habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Wir sind jetzt seit 2 Jahren ein Paar und sind vor 1,5 Jahren dann offiziell zusammengezogen. Egal, ob man jetzt mit Mann und Mann zusammen ist, Frau, Mann oder Frau, Frau. Ich liebe halt den Menschen. Das Abenteuer Bundesliga läuft bis jetzt noch ein bisschen holprig, aber wir sind überzeugt davon, dass es im neuen Jahr besser wird. Bisher können wir nicht zufrieden sein. Wir müssen unsere Qualitäten besser auf den Platz bringen. Wir sind nur knapp vor den Abstiegsrängen, aber wir als Team sind ganz positiv eingestellt. Hallo! Ich bin wieder da! Hallo! Ich war die ganzen 2 Wochen bei meiner Familie und das war auch richtig, richtig toll. Hat sich sehr gelohnt, konnte viel, viel Kraft tanken, hatte richtig gute Zeit, viel Spaß gehabt. Da sind wir wieder. War schön, alle wiederzusehen. Ich war ein paar Tage in Namibia, in meiner Heimat, bei meinen Eltern, mit meinem Bruder und seiner Familie. Ja, wir waren auf einer Lodge, wir haben die Tiere gesehen. Tage zum Abschalten, zum ja, neue Energie sammeln. In meiner Pause bin ich zu meiner Familie nach Nürnberg. Ich habe hauptsächlich einfach die Zeit mit meiner Familie genutzt, weil man eben während der Saison kaum nach Hause kann. Ich habe viel mit meinem Bruder gemacht. Genau, und dann hatten wir eigentlich ja schon wieder einen Laufplan und mussten dann eben schon Läufe machen, um wieder reinzukommen und eben nicht alles zu verlieren. In meiner freien Zeit war ich im Urlaub. Ich war in Thailand und habe da meine Zeit genossen und habe mich super erholt. Ja, jetzt sind wir wieder zurück auf dem Platz und wollen wieder voll angreifen. Wir hatten eine gute Vorbereitung, wir hatten gute Testspiele, haben auch Tore geschossen und Sicherheit geholt. Und natürlich geht man dann mit einem guten Gefühl ins Spiel und hofft natürlich und ist natürlich auch überzeugt davon, dass wir da 3 Punkte mitnehmen. Man wusste auch, dass Freiburg Probleme hatte jetzt die letzten Spiele oder auch die ganze Saison bisher. An sich war ich schon der Meinung, dass wir eigentlich einen Schritt nach vorne gemacht haben in der Pause und auch in der Vorbereitung. Okay, Mädels, wir sind gut vorbereitet. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, was wir auf den Platz bringen müssen. Ja, und das werden wir heute versuchen, heute von der ersten Minute an ja, auf dem Platz zu leben. Wir haben auch ein Angebot für euch mitgebracht heute. Ihr habt gesehen, dass wir nach dem ersten Block an 4 Spielen, die wir jetzt haben, gibt es eine Pause. Habt ihr alle gesehen. Pro 3 Punkte, die wir holen, gibt es noch einen zusätzlichen Tag da dran frei. Davor, danach, sodass wir uns alle das gemeinsam jetzt erspielen können hier. Okay, das ist ein Angebot. Ja, zusätzlich als kleiner Anreiz, aber ich glaube, wir brauchen heute keinen Anreiz. Ja, wir sind gut vorbereitet, wir wissen, was wir auf dem Platz zu tun haben. Und jetzt, Mädels, liegt an euch, das auf den Platz zu bringen, dabei auch Spaß zu haben, Freude auszustrahlen, gemeinsam als Team hier aufzutreten. Deswegen völlig entspannt heute auch von meiner Ansprache her, weil ich weiß, dass ihr heute ein gutes Spiel machen werdet. Okay, haut rein, auf geht's. Okay. Ich habe jetzt eine neue Position. In den letzten Wochen einfach viel auf der 6er-Position gespielt. Da kann man halt einfach super das Spiel lenken. Macht mir Spaß. Ja, also vor allem die erste halbe Stunde hatte ich das Gefühl, dass wir gut im Spiel drin waren, dass wir auch Torchancen rausgespielt hatten. In der Vorbereitung viel, viel geübt, dass wir da auch im dritten Drittel diese Bälle bekommen. Und ich glaube, das war gut. Also im Vergleich zum letzten Jahr haben wir da einen großen Schritt nach vorne gemacht. Einwurf Freiburg. Das ist Schasching mit dem Schuss aufs Tor an die Latte. Sikai 0-1. Das passt eigentlich genau zu unserer Saison. Wir haben so viele Tore schon kassiert, die im Normalfall nicht fallen. Ich finde, schlimmer geht es einfach nicht mehr.
dass man dann trotzdem das immer noch drin hat, weil eigentlich wäre das auf jeden Fall irgendwie vermeidbar gewesen. Das passiert leider zu oft, das müssen wir ablegen. Und irgendwann ist es dann halt auch kein Zufall mehr, wenn wir nur so Tore kassieren. Fand ich auch, dass das so ein Knacks war, weil du dann eigentlich schon wieder da stehst und denkst, boah, es geht einfach so weiter irgendwie. Natürlich, wenn dann so das 1-0 gegen einen fällt, ist man dann ja ein bisschen ängstlich und das hat man dann auch leider gemerkt. Aber natürlich macht so ein Tabellenplatz oder so eine Situation, die man gerade hat, da nochmal was aus. Wir wollten eigentlich wieder vorne angreifen, aber ja, wir hatten irgendwie dann keinen Zugriff mehr nach vorne. Ich weiß nicht, an was es lag. Kempe schickt Kolb. Kolb, Glück für Leipzig. Ja, unser Problem ist halt dann wirklich ins letzte Drittel zu kommen. Wir spielen das davor auch gut und wir haben da auch viel den Ball und halten den auch gut. Aber sobald es dann nach vorne geht, kommen wir da irgendwie nicht so durch. Der letzte Pass passt nicht. Da müssen wir noch die Geilheit vor dem Tor haben, das Tor unbedingt machen zu wollen. Freistoß Leipzig. Jenny Hipp, Latte. Dann denkt man sich so, bei den anderen springt er den direkt schön vor den Kopf. Bei uns ist er wieder irgendwo hingesprungen danach, wo keiner von uns war. Aber ja, aber ich glaube, das war dann irgendwie so gefühlt so die einzige Chance. Elvira Herzog, Freiburg macht immer noch Druck, auch in der Nachspielzeit. Müller ist durch, Egli lauert, 0-2. 92. Minute. Wir haben auch wieder echt versucht, alles zu geben. Und das kann man uns ja auch irgendwie gar nicht irgendwie vorwerfen. Aber es ist trotzdem einfach ja, zu wenig. Ja, es tut natürlich weh, jetzt direkt so nach dem Spiel. Ja, aber es war nicht, wie wir da die Punkte herschenken. Aber das ist ein Beispiel, wie es gehen kann. Ja, solche Tore fallen, es passiert. Und wir müssen einfach schauen, dass wir genau das auch ähnlich machen und unser Spiel uns dann halt dafür auch belohnt. Ja, wir haben heute gezeigt, in welche Richtung es gehen muss, in welche Richtung es gehen kann. Und da jetzt weitermachen, nicht aufgeben, nicht die Köpfe hängen lassen. Ja, da war heute viel Gutes dabei, auf das wir aufbauen können. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir jetzt ergebnisorientiert, dass wir in die Ergebnisse reinkommen und das werden wir auch schaffen. Ja, dafür ist einfach wichtig, dass wir fleißig weiter dranbleiben. Irgendwann wird das belohnt. Okay? Deswegen Köpfe hoch, ja, und dann sehen wir uns morgen weiter. Generell, glaube ich, hat sich die komplette Fußballwelt von RB Leipzig in der Hinrunde mehr erhofft. Überall war zu lesen, wir sind ein anderer Aufsteiger. Wann werdet ihr dann Meister? Ah, nächstes Jahr Champions League. Wann ist denn vierter Platz? Ihr habt ja mit dem Abstieg nichts zu tun. Wenn du damit permanent konfrontiert wirst, glaubst du da ein Stück weit dran und nimmst das als Selbstverständnis. Mit den Sportdirektoren, also vor allem mit Ruven und Sebastian, war das sehr früh skizziert, das sollte die Hinrunde nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen, dass wir dann im Winter nachlegen dürfen. Dann haben wir uns nochmal entschieden, auf dem Transfermarkt tätig zu werden, um noch ein bisschen Erfahrung in das Team zu bringen, weil man schon gesehen hat, dass die Qualität zwar dort ist, aber die ein oder andere Spielerin mit der Niederlagenserie doch ein bisschen mehr zu tun hatte. Bringt natürlich mit ihrer Erfahrung und ihrer Internationalität auch nochmal eine ganz andere Gelassenheit in die Mannschaft und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ja, eine hat es letztendlich da dann getroffen. Die Sunny, die in vielen Spielen ein Stück weit unglücklich agiert hat, in vielen Spielen nicht unbedingt das abrufen konnte, was wir uns natürlich auch vorher vorgestellt haben. Sie hat definitiv ihre Qualität, sie ist auch super, super wichtig neben dem Platz. Du merkst richtig, dass viele Spielerinnen auch zu ihr gehen und ihren Rat einfach wollen, dadurch, dass sie so viel Erfahrung hat. Und deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie sich auch wieder zurückkämpfen wird. Schwierig, also man hat halt die Ausstellung gesehen und hat gesehen, man spielt halt nicht. Und dann kam danach das Gespräch. Ja, man muss es halt hinnehmen, so ist der Fußball. Ob man das jetzt gut begründet findet oder nicht, ist, glaube ich, dann die eigene Sache. Und ja, ich bin für die Mannschaft da. Im Endeffekt entscheidet der Trainer. Ich glaube, da kann man versuchen, sich anzubieten. Ja, man gibt alles, man nimmt die Rolle vielleicht dann in dem Moment an. Und natürlich auch eine riesen Enttäuschung. Ja.
Leipzig auf einem Abstiegsplatz, im Sturm Neuzugang Mimi Larsson gleich in der Startelf, Sandra Starke nur auf der Bank. Hip auf Fudala. Das ist ihre Distanz. 1:0. Nach 8 Minuten. Traumtor Vanessa Fudala. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Ganze mit dem ersten Tor anfangen konnte. Und das Tor auch noch mit rechts war. Wir haben Reaktion gezeigt, dass wir auf dem Abstiegsplatz waren, dass wir da ganz schnell wieder raus wollen und dann nichts zu suchen haben. Noch eine Viertelstunde zu spielen. Marlene Müller. Immer noch Müller. Tor! 2:0 für RB. Köln nochmal gefährlich. Brecht dazwischen, es gibt Elfmeter. Wiankowska, 2:1. Aber das kommt zu spät. Leipzig schlägt Köln. So, wir haben jetzt endlich die 3 Punkte geholt heute. Das war so, so wichtig. Ich fand es gar nicht schön, da unter dem Strich zu stehen. Aber jetzt ist hoffentlich so ein bisschen der Knoten geplatzt. Die ersten 3 Punkte in der Rückrunde. Wir freuen uns sehr. Es war ein tolles Spiel. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Ich glaube, da waren super viele Emotionen da, weil einfach unheimlich viel Ballast und Druck abgefallen ist. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Darauf können wir aufbauen. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir die nächsten Spiele auch gewinnen können. Wir sind eigentlich fast jeden Tag hier am K-Heine-Kanal. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Hut, unsere Spaziergehrunde. Wir haben keine Hobbys, wir haben Hunde. Wir spielen Fußball, wir gehen arbeiten und dann haben wir die Hunde. Milo? Das ist der Milo. Unser 2 Jahre alter Rüde, unser kleines Baby. Und das ist die Lola da drüben. Ne, Lola? 6 Monate alt. Milo? Also drin, Milo ist ein Engel. Der macht gar nichts, der schläft, der pennt. Der ist super lieb und sie ist halt manchmal ein bisschen irre. Wir sagen immer, sie hat so ein paar Vögel im Kopf. Lola, komm mal her jetzt. Weil sie ist so, ja okay, sie ist noch ein Welpe, aber sie ist auch vom Charakter her sehr agil. Jetzt gegen Köln hat man einfach so ein bisschen diese Leichtigkeit gesehen und das war für uns auch ein riesen Befreiungsschlag. Sie so, hä? Lola, komm! Komm hier. Klar macht es dann Spaß, mit denen eine Runde zu gehen und die merken ja auch, wenn wir besser drauf sind, sind die auch besser drauf. Hallo? Hallo? Super, bleib. Sitz. Sitz. Warten. Peng! Super. Ich glaube, wir wollten beide immer einen Hund. Und dann haben wir uns vor 2 Jahren mit so einer mehr oder weniger Haruk-Aktion. Und auf einmal sagt der Züchter so, ja, wollt ihr den gleich mitnehmen? Und wir so, Sie gucken mich so an und ich so, ja. Und ich dachte mir nur so, wir haben gar nichts dabei. Also wir haben keinen Napf, wir haben keine Leine, wir haben gar nichts. Dann war er da. Wir sind jetzt seit 2 Jahren ein Paar und sind vor 1,5 Jahren dann offiziell zusammengezogen. Und wir haben uns auch durch den Fußball dann kennengelernt. Ich für mich fand sie eigentlich von Anfang an ganz so ansprechend. Also es war schon so mein Typ Frau. Du bist halt auch schon gefühlt vorher bei mir eingezogen. Wie gesagt, ich hatte einen sehr langen Arbeitsweg. Und dann war es halt irgendwie einfacher bei mir dann irgendwie einzuziehen, so gefühlt. Und dann ein paar Monate später haben wir dann gesagt, ja okay, dann ja, es hat schon so 7, packen wir jetzt mal ein Label drauf. Mhm. Wir haben auch ähnliche Zukunftsvisionen. Ich glaube, deswegen passt das auch in vielen Bereichen echt ganz gut, was so die Zukunft angeht. In meiner Welt passt das. In deiner weiß ich das nicht. Bestimmt auch. Ich würde sagen, in meiner Welt passt das auch. Okay. Könnt ihr was anderes sagen? Ja. Ich stehe ja hinterm Tor. Also ich habe ja von hinten auch so ein bisschen die Sicht aufs Spiel und sie von innen, na klar, tauscht man sich dann aus, ey, ich habe das im Spiel so und so wahrgenommen und da sind die Sichten klar unterschiedlich. Ja, aber meistens. Das hilft halt auch, ne? Ja. Das hilft halt auch, wenn mal im Spiel sieht man halt auch nicht immer alles. Das ist auch ein großer Teil unseres Lebens, also ist das auch zu Hause relativ präsent, neben den Hunden und neben den anderen Sachen, die halt noch zum Privatleben dazugehören. Wir versuchen ja irgendwie so ein bisschen was Abstraktes zu machen. Muss auch gar nicht perfekt aussehen, ganz ehrlich. Ist auch voll in Ordnung, wenn das noch ein bisschen wild aussieht, aber
Das könnte man im Nachhinein, wenn es trocken ist, zum Beispiel auch nochmal anstreichen oder so. Oder mit Goldblättern zum Beispiel so machen, damit man so ein bisschen abstaubt. Das sieht scheiße aus. Überhaupt nicht. Doch. Also für mich war das nie ein Thema, wo ich jetzt sagen musste, oh scheiße, ich muss jetzt sagen, wie ich bin. Also meine Mama hat das immer irgendwie schon gewusst. Also ich habe bei meiner ersten Freundin habe ich dann gesagt, Mama, du, ich muss was sagen. Und ich musste es nicht mal aussprechen. Sie hat gesagt, ich weiß schon. Der Einzige, der es nicht ganz so gecheckt hat am Anfang, war mein Stiefvater. Dass Tina halt jetzt nicht nur eine normale Freundin ist, sondern eine Freundin. Aber dann hat meine Oma irgendwann gesagt, sag mal, siehst du das nicht? So hat meine Oma es gecheckt. So, das war total lustig eigentlich. Und das war, also wir haben beide sehr, 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 sehr coole Familien, die da sehr offen sind. Mein Stiefpapa ist jetzt mittlerweile auch über 70. Ja, und der liebt Gina ungelogen mehr als mich. Das kann man so sagen. Wirklich Wahnsinn. Also der freut sich immer so, Gina zu sehen. Eigentlich immer so, Alter, ich bin deine Tochter. Entschuldige bitte mal. Das muss ja auch nicht perfekt sein. Das kann ja total abstrakt sein. Das ist ja auch voll in Ordnung. Achtung. Du hast mich angemalt. Nein, du hast deine Hand dagegen gemacht. Im Frauenfußball ist das was ganz Normales. Also da muss man auch nicht sagen, oh, wir sind jetzt zusammen, sondern das ist halt einfach, das ist normal. Das ist wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Also ist das halt im Frauenfußball zwischen Frau und Frau auch was komplett Normales. Wir sind, glaube ich, sehr dankbar dafür, dass wir einfach alle so genommen werden, wie wir sind. Wir sind da wirklich sehr, 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 sehr offen. Was es natürlich auch sehr leicht macht, dann sein wahres Ich auszuleben, wenn man das mal so sagen kann. Weißt du, was wir jetzt machen? Mach's nochmal glatt. Na. No. Ernsthaft? Ja. Ich würde mir schon eine Gesellschaft wünschen, die offen ist. Also offen dafür, egal ob man jetzt mit Mann und Mann zusammen ist, also ob das ein Paar ist, Frau, Mann oder Frau, Frau, sondern dass man einfach Akzeptanz schafft für alle. Das steckt mich ja nicht in irgendeine Schublade. Also das, ich liebe halt den Menschen. Frankfurt klar in der Favoritenrolle. Ah, sogar Ruven Schröder schaut sich das heute an. Andrade dazwischen, die ist schnell. Immer noch Andrade. Fudala 1-0. Der Außenseiter geht hier in Führung. Nach 11 Minuten. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Leipzig nochmal. Fudala, 2-0. Drei, vier Minuten wird es noch draufgeben. Ecke Frankfurt. Chiba. 2-1. Die Eintracht verkürzt. Und das war's. Leipzig schlägt Frankfurt. Yes, der Sieg gegen Frankfurt war so wichtig. Es hat sich so, so gut angefühlt auf dem Platz. Wir waren echt eine richtige Einheit. Ich hatte das Gefühl, jeder hat so ein starkes Spiel gemacht. Es war so ein krasses Gefühl nach dem Abpfiff. Also richtig, richtig toll. Und dann so ein Überraschungssieg gegen so einen Gegner. Das ist doch mal krasser. Persönlich freut es mich natürlich, dass ich in den letzten 3 Spielen 5 Tore schießen konnte. Aber am wichtigsten ist, dass wir eben die letzten 3 Spiele 7 Punkte geholt haben und somit uns von den Abstiegsplätzen ein bisschen entfernt haben, was sehr, sehr wichtig fürs Gefühl ist. So wichtige Punkte zu holen, das ist einfach unbeschreiblich. Also, boah, richtig toller Sieg. Fühlt sich gut an. Im Rahmen meines Studiums bin ich dazu verpflichtet, ein Praktikum zu machen. Und deswegen bin ich hier bei den Wasserwerken. Ich darf nicht reinfallen. Du darfst nicht reinfallen, genau. Also ich mache 20 Stunden die Woche und ich schaue dann halt irgendwie, dass ich rund um das Training auf die Stundenanzahl komme. Manchmal sind das dann 4 Tage pro Woche, manchmal 5. Kann ich? So. Genau, halt schön fest, sonst ist er weg. Einmal ausspülen. Genau. Boah! Meine Hauptaufgaben, die habe ich im Büro. Aber ich darf halt auch mir so die Sachen anschauen, die ich interessant finde. Und das ist dann natürlich auch so die Kläranlage kennenlernen, das ist ja voll spannend. Also ob du das schaffst, ohne zu kleckern. Oh, perfekt, super. Anhand so einer Probe kann man doch jetzt auch irgendwie Inzidenzzahlen oder sowas messen, oder? Völlig verrückt. Es lassen sich jetzt tatsächlich in dieser Probe die Anzahl abgestorbener Coronaviren analysieren.
was letztendlich einen Rückschluss darauf gibt, wie die Situation jetzt im Einzugsgebiet der Kläranlage, das heißt also im Leipziger Stadtgebiet und Umland, sich aktuell entwickelt. Ich glaube, so die Abwasserreinigung ist halt komplexer, als man sich das manchmal so vorstellt. Das ist einfach so, das geht in die Toilette und weg ist es. Aber steckt ja mega viel dahinter. So ist ein total aufwendiger Prozess. Also viele sagen echt immer so, oh, du arbeitest am Klärwerk, stinkt doch voll. Aber also ich finde es echt nicht so schlimm. Also ich denke, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Es gibt halt Tage, da stinkt es mehr und Tage da weniger. Aber ich merke es eigentlich gar nicht mehr so doll. Ja, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl hoch, bis auf diesen umlaufenden Gang. Und dann haben wir einen super Blick über die Anlage bzw. auch über Leipzig. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Oder? Genial. Den Blick müsstest du kennen. Dort sehen wir am Horizont das RB-Stadion. Da bist du ja quasi zu Hause und dann linke Hand die Leipziger Innenstadt. Das Thema Wasser fasziniert mich schon seit längerem. Ich finde halt sehr faszinierend daran, dass es so die Grundlage allen Lebens ist. Also es ist ja essentiell für alle möglichen Lebensvorgänge, die wir sowohl als Menschen haben, aber auch alle Tiere und jede mögliche Umwelt. Ich brauche das auch, dass ich dann quasi noch mal so eine andere Welt habe. Also das ist ja was ganz anderes als der Sport, was ich hier mache. Und ja, mir tut das gut, dann immer noch andere Sachen zu haben. Und ich schöpfe daraus auch viel Energie, einfach nicht nur Fußballerin zu sein, sondern auch darüber hinaus halt noch andere Sachen zu machen. Wenn du reinfährst und dann stehen irgendwie die ganzen Fans vom Bus, das ist, glaube ich, schon irgendwie was Ungewöhnliches. Unglaubliches Gefühl. Also man kommt hier hin und man weiß, man spielt gegen eines der besten Teams von Europa. Okay, Mild, das richtige Tun ist heute das Stichwort in jeder Phase des Spiels. Ja, helft euch gegenseitig, unterstützt euch auf dem Platz. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier unsere Einzelspielerinnen zusammenaddieren. Ja, wenn man das richtig macht, dann ergibt 1+1=3. Ja, und dann haben die das Gefühl, dass eine Spielerin mehr auf dem Platz ist. Und das Gefühl müssen wir denen geben. Ja? Ja, seid angespannt, nehmt das mit. Aber nehmt auch die gewisse Lockerheit mit, Mädels. Ja, wir wollen ja auch Spaß haben, gucken, was können wir hier tun. Wir wollen ja auch Tore erzielen. Ja? Und das gucken wir jetzt, dass wir das auf den Platz bringen. Viel Erfolg, Mädels, haut rein, genießt das. Auf geht's! Komm. Bayern gegen Leipzig. Die Favoritenrolle klar beim Tabellenführer aus München. Leipzig bekommt den Ball nicht geklärt. Das ist Harder. Harder. 1-0 nach nicht einmal 2 Minuten. Ja, natürlich, wir haben es verschlafen. Ich würde sagen, Bayern hat auch einen super Start. Ist natürlich blöd, wenn man sich da irgendwie doch irgendwie vielleicht was vornimmt. Hofft, dann nimmt man vielleicht doch einen Punkt mit oder erreicht vielleicht doch irgendwas und dann steht direkt 1-0. Damjanovic über rechts. Sehr gefährlich. Schlaa! 2-0. Erst gut 3 Minuten gespielt. Was für ein Fehlstart für RB Leipzig. Ja, ein bisschen erschreckend. Ja, schwierig. Wenn es nach 2-3 Minuten 2-0 steht, ja, dann denkst du, oh, was machen wir jetzt? Dann ist man erstmal so, puh, hoffentlich heute jetzt nicht so hoch, weil wir haben echt gar keinen Zugriff bekommen. Aber ich glaube, wir haben uns dann ganz gut gefangen, haben dann auch mehr Stabilität bekommen. Wir haben dann umgestellt auf 4-5-1 und ja, dass wir mit einer Spitze dann agieren. Bayern bekommt den Ball nicht weg. Sandra Starke, das war knapp. Ich glaube, wir hatten dann auch noch ein paar gute Chancen, ein paar gute Torabschlüsse. Wenn wir da so ein bisschen eiskalter sind, ja, machen wir da vielleicht auch ein Tor. Julia Gwin im Strafraum, Herzog dran, Schüller staubt ab, 3-0, 19. Minute. Ich würde nicht sagen, dass die Qualität von uns jetzt deutlich schlechter ist. Wir haben in Teilen mitspielen können. Natürlich sind die auch individuell einfach noch besser als wir, aber das kommt auch noch. Wir sind auch noch viele junge Spielerinnen. Dahlmann. Sydney Lohmann, wieder Linda Dahlmann. Es ist gut gespielt. In der Mitte Harder, 4-0. Aber das geht auch zu leicht. Es ist noch viel Luft nach oben. Das ist leider so. Aber ich glaube,
Wir sind auf einem guten Weg. Holt uns einfach auf den Boden der Tatsachen zurück. Was müssen wir besser machen? Was können wir auch jetzt mitnehmen? Also wir haben ja gar keine andere Wahl. Geht noch mal was in der Nachspielzeit. Dahlmann 5:0. Bayern mit dem Schlussakkord. Ist schon Wut und auch Enttäuschung, aber mehr Wut. Zu sagen, okay, du kriegst in den letzten zwei Spielen jetzt 9 Tore. Und jetzt, sorry, das musst du jetzt mitnehmen und sagen, okay, ja, das sind Top-Mannschaften, aber wir können es besser und wir haben Bock, Tore zu machen und zu gewinnen. Wenn wir die Anfangsphase nehmen, ja, dann haben wir es nochmal geschafft, im Spiel nochmal eine Schippe draufzulegen. Und das war das, was wir heute aus dem Spiel mitnehmen können. Nicht abschütteln, dass es egal ist, das definitiv nicht. Ja? Aber wir werden das verarbeiten und dann Kopf hoch, dann geht's weiter. Ja? Jetzt geht's weiter. Jetzt zeigt sich, ja, wie sehr wir auch zusammengewachsen sind als Mannschaft, so wie wir es angesprochen haben. Also trotzdem, gut dagegen gehalten, vor allem auch in der zweiten Hälfte mit. So geht's. Kopf hoch, klar. Ich bin sehr zuversichtlich. Also ja, ich glaube, wir haben die ersten Spiele in der Rückrunde gezeigt, dass wir hier oben mitspielen können und das auch bestätigt. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Aufgaben machen werden. Bayern gehört da einfach nicht dazu, dass wir da jetzt irgendwie Punkte holen müssen. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir die Klasse halten werden, noch viele Punkte holen werden und ja, uns von Spiel zu Spiel steigern werden.